Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Seht ihr, wo der Martin da schon steht? Vor schöner Aussicht, aber auch vor einem Karton. Und zwar haben wir jetzt die neuen Bikes der Saison 2021 von Conway, die neuen Bio-Bikes. Und Martin und Vicky sind ihr schon gefahren, sogar am Wochenende. Das Nur ist die jetzt. Vicky, muss ich sagen. Die ist schon Echt? geschreddert. Ich Ich hab's dachte, noch du nicht gehabt. auch. Nein, ich meine, es noch drüben steht. Ich war letzte Woche nur kurz da und die Bikes sind jetzt gekommen. Früher als erwartet. Jetzt habe ich eins mitnehmen können. Das ist von der Lina, das ist noch da geblieben und meins ist auch noch da geblieben. Die Vicky steigt mir nicht mehr ab, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Wir machen jetzt die Bike-Präsentation von Alina ihrem Bike. Das Wetter ist nicht optimal für das heute, aber wir machen das Beste draus. Man muss auch bei so einem Wetter was zusammenbringen, da ich sagen. Und ja, so kommen die Bikes zu uns. Schmal, lang und hoch. Sind da drin ganz sauber verpackt. Da wollen wir es einmal aufmachen. Übrigens fahren wir heuer alle drei das gleiche Bike, was glaube ich umso geiler ist, weil erstens mal weiß man dann, dass es nicht am Fahrrad liegt, wenn einer runterkommt und die Ja. anderen nicht. Und zweitens mal freue ich mich schon auf die Fotos im Partnerlook. Wir haben es deswegen genommen, weil es mit den Komponenten leicht ist, wenn man Ersatzteile braucht, wenn etc. Mega, das ist schön. Das ist in echt schöner als auf der Homepage, weil da denkt man sich ja so bei der Farbe. Und in echt ist es so, wow, jetzt verstehe ich die Vicky besser. Weil die hat ja schon in der Story gesagt, sie will gar nicht mehr absteigen. Es glitzert sogar leicht. Genau, also es ist echt wirklich ein cooles Bike. Was wir ja nicht machen, wir bauen ja die Bikes nicht um, also wir kriegen die von Conway. Die werden so gefahren, außer natürlich die Reifen, weil da haben wir einen Sponsor jetzt Maxxis. Ansonsten bleibt alles Serie, daher haben wir natürlich bei der Bike-Wahl zum Aufpassen, welche Übersetzung nehmen wir, wie viel Federweg nehmen wir, was ist da für uns relevant. Und dieses Jahr haben wir genommen die 627. Meiner Ansicht nach Preis-Leistung ein Top-Bike, absoluter Wahnsinn. Elemente, allein mit der Hockstox-Lyrik von, die Gabel funktioniert, wir haben es gesehen am Wochenende, wie Butter. Hinten ebenso der Rockshox-Dämpfer mit Doppelkammer, ist ein Wahnsinn. Die Swiss-Laufräder, die Vicky hat es gesagt, treten sie super leicht und sind super stabil. Ich habe schon vor 3 oder 4 Jahren das erste gehabt von denen, bin immer noch total zufrieden mit dem älteren Bike, Laffy Johansson. Und die Übersetzung ist da SRAM 12-fach mit 170 mm Kurbelarm. Absolute Top-Schaltung, muss ich sagen. SRAM geht da meiner Ansicht nach weltbeste, welche Shimano jetzt haben da richtig viel gemacht. Ja, das werde ich mal schneiden, bevor ich es jetzt alles noch verbirge. Bremsen, haben wir das SRAM Guide oben, ist die 4-Kolben-Bremse, ist ein Anker. Sollte die jemanden zu hart sein oder nicht so funktionieren, Tipp von uns: Bremsbeläge wechseln. Das macht bei SRAM extrem viel aus. Die Petra hat letztes Jahr schon gehabt. Die hat das gleich gemerkt mit unseren Trickstuff-Belege, glaube ich, gell? Ja, Aber Kraft, wenn das sie noch gibt. Also die waren ist jetzt ein zwischendrin echt Wahnsinn. komplett vergriffen, leider. Genau. Aber ich war echt so beim allerersten Mal fahren, dachte ich mir, ich will meine Shimano-Bremse zurück. Ja. Und dann eben die Bremsbeläge gewechselt auf Martins Rad hin. Und seitdem mega geil. Also möchte ich auch nicht mehr wechseln. Genau. Sattelstütze ist die interne von Conway. Kann ich auch nur sagen, die funktioniert wirklich top. Ich hoffe, der Lina ist ja lang genug. Naja. Das müsste man vom jetzigen umtauschen. Und total cool dieses Jahr. Ist jetzt eben kein Imbus da, längst immer so mehr Draht werden. 30 oder 35 mm, extrem kurzer Vorbau. Kürzer geht es nicht mehr, also es ist echt schon vor der Lenkstange. Und Carbon-Lenkstange. Aufpassen bei Carbon-Lenkstangen, nicht mit dem Rohrschneider kürzen. Das franzt euch aus, das müsst ihr wirklich anmarkieren. Dann wickelt ihr ein Tape um die Lenkstange, dass es wirklich straff ist. Und dann probiert es mit ganz einer feinen Säge das absägen. Das ist ganz wichtig bei Carbon. Wie gesagt, nicht mit dem Rohrschneider. Geht die ersten paar wirklich gut, aber dann, wenn das Gewebe kommt, sprengt es auch wieder ein Handwesen. Zum Bike selber. Die Geometrie ist ja 2020 auf 21 nicht verändert worden. Das heißt, total schlanke Sache. Man sieht da gar keine Schrauben bei Conway, die sind nur innenseitig. Also es ist wirklich sauber aufgerammt. Und was uns an dem Bike taugt, Platz für einen Flaschenhalter haben sie auch.
Ja. Das ist ganz wichtig. Und die Geometrie ist echt mega. Wahnsinn. Also ich spanne ja die Gabel immer mit dem Gurt runter, das habt ihr ja schon öfter gesehen. Dann drehte ich hoch wie wirklich ein Race Hardtail und runter kann ich Sachen fahren, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gefahren habe. Also ja, das ist schon wirklich edel. Thema Reifenbreite, was haben wir als Erfahrung oben? Die Petra hat vorne Plusbereifung oben, hinten wird es auch gehen. Ich muss ein bisschen spüren, da ist jetzt schon zwar 4 oben, zwar 5, zwar 6, glaube ich, wird sie ausgehen. Man muss ein bisschen probieren. Platz ist da, gefällt mir ganz gut, auch wenn natürlich einmal Schlamm ist und so, läuft das Rad. Und vorne, also wir haben es jetzt auf 27, das ist bei Conway 627, die 629er waren die 29er. Und vorne ist sowieso extrem viel Platz bei der Rockshox. Ja, und bei mir kommt da auf jeden Fall 27,5 plus, also 2,8 drauf, weil sonst bin ich nicht zufrieden. Wahnsinn, ja. Tipp von mir, was immer zum Anschauen ist, gerade wenn die Bikes jetzt so neu kommen oder es kauft sich auch beim Händler oder so, die werden irgendwo geliefert, nach und vorn immer wieder die Schrauben am Anfang kontrollieren. Das ist jetzt bei jedem Bikehersteller so, einfach dieses Neue, das sollst du ein bisschen schauen, dass sie in Auge bleiben. Und gerade bei den Schrauben, die was da innenseitig sind, man sieht es dann oft nicht, einfach nachkontrollieren. Wenn da ein Knacksen oft ist, kontrolliert die Schrauben bei Carbon. Das ist ganz wichtig, weil nicht, dass da mal was locker werden und so. Wir schauen da aber regelmäßig drauf. Ja, die Kabelführung gefällt mir jetzt auch ganz gut seit letztem Jahr. Es ist super intern verlegt. Also allein, wie es da rausgeht und den Werfer rein. Es ist schlank am Rahmen. Also wenn man da wirklich fährt, das ist top verlegt, überhaupt kein Problem. Scheuerstellen gibt es überhaupt nicht. Wir werden eine Bike-Präsentation machen von den älteren Bikes von letzter Saison noch, wie wir sie gefahren sind, was nach einem Jahr Probleme gegeben hat, was nicht. Und da setzt es dann, also wir sind wirklich dran genommen worden und wir haben wirklich keine Scheuerspuren an Leitungen. Das ist ein gutes Zeichen, weil bei innen verlegten Zügen ja doch ein Problem ist, wenn es da irgendwo was wegscheuert. Ja, Einsatzbereich ist das Bike eigentlich gedacht, wirklich Enduro, gell? Wir nehmen uns auf die Tour komplett mit, also für alles, so ein Bike für alles, gehen wir zur Eisdiele fahren, nehmen wir es hin und für alles, deswegen war die Wahl wichtig. Und viele werden jetzt sagen, ja, warum wieder 29 Zoll bist du gefahren, jetzt fährst du wieder 27,5. 29 Zoll ist irrsinnig schnell, muss ich sagen, nur für unseren Einsatzbereich war es dann teilweise doch ein bisschen zu sperrig, also für mich. Mir war es jetzt einfach nicht zu lang, aber es war einfach träger 29 Zoll und im technischen 27,5 ist für mich perfekt. Ja, und du hast dich entschieden, E-Bike 29, genau. Hinten 27,5, oder? Bei den E-Bikes, die präsentieren wir euch dann auch noch, die haben eh die gleiche Farbe sogar. Und da haben wir mixt, also wie bei einer Motocross fahren, größer, hinten kleiner. Und bei denen haben wir gesagt, immer nur 27,5. Ja, also für mich gibt es da wirklich gar keine Diskussion, aber das ist einfach auch irgendwo Geschmackssache. Genau. Und dementsprechend muss da jeder selber mal testen, was ihm taugt. Da gibt es nicht besser oder schlechter, das ist wirklich eine Sache. Genau. Ich habe sogar nicht einmal den Sattel geändert letztes Jahr, bin mit den originalen Sattel von Conway. Ja, die Kiefer hat auch original. Ich fahre den original. Ich nicht. Das ist natürlich auch total typenabhängig, so ein Sattel. Aber wir wollen ja die Bikes wirklich Serie lassen, damit wir jetzt uns ein bisschen verändert, ein bisschen breiter werden. Jetzt sieht er besser aus. Ja, richtig guter Sattel. Und wie es dann so ist, genau. Und was bei der Geometrie finde ich ganz cool ist, dieser kurze Steuerrohr. Weil dann kann man wirklich mit den Spacer variieren und wenn man ganz runter will, kann man ganz runter. Das ist natürlich der Hammer. Ja, das ist mega. Ja. Und das sieht halt auch echt geil aus mit diesem, ich sage immer, das sieht aus wie ein Werwolf, ja, dieser Art Buckel. Also einfach schick. Und, was für die Petra wichtig ist, laute Narbe. Ein lauter Freilauf, ja. Wow, wirklich ein cooles Bike. Bin jetzt echt gespannt dann, wenn wir es alle dann einmal fahren werden, wie es dann läuft. Aber schaut vielversprechend aus, würde ich sagen. Ja, sieht mega aus. Und dadurch, dass es ja gar nicht so viel anders ist wie meins vom letzten Jahr, bin ich echt guter Dinge, dass es saugeil wird. Ja. Ich kann es auch kaum erwarten, dass es wirklich alle gleich, ja, rumfetzt. Wir werden es jetzt dann nächste Woche in Ruhe installieren. Wir lassen uns da immer ein bisschen Zeit. Also wir richten es einmal grob her, dann fahren wir eine kleine Home-Trail-Runde mit so einem neuen Bike. Dann kann man sagen, ist zu viel Luft drin, ist zu wenig Luft drinnen. Und wir fahren ungefähr 20-30% bei dem Federweg. Und da gibt es so feine Nachjustierungen. Das heißt, wir nehmen Dämpferpumpe und ein kleines Werkzeug noch mit auf Tour, damit man da nachjustieren kann. Genau. So läuft das Ganze ab. Genau, so läuft das. In echt mache ich gar nichts. Und irgendwann fährt der Martin und sagt, oh, das fährt sich aber träge. Und dann kriege ich meine Feinjustierung und dann läuft das Ganze. Das ist schon Wahnsinn. Ja, die Alina kennt ja aus der Bike-Branche einige Schrauben und Mechaniker. Die tut es jetzt sehr leicht. Ist ja für die kein Problem mehr. Die wird wahrscheinlich wohl das beste eingestellte Vorradl haben für uns. Aber mit dem muss man leben. Aber schon hübsch, oder? Mega. Das ist wirklich mega.
Das ist geil, ja. Von der Größe noch kurz, ich bin 1,75, das ist ein M-Rahmen. Vicky ist 1,60, fährt S und der Martin ist immer L gefahren, aber testet sich heuer auch mal am M-Rahmen. Nein, ich habe doch jetzt ein L genommen. Ein L genommen. Ich habe mir lange überlegt, M wäre dann doch relativ kurz geworden, aber wäre genauso gegangen, weil, wie gesagt, wenn man mehr technisch fahren würde, dann braucht man einen kleinen Rahmen. Ich habe jetzt trotzdem genommen ein L und ja. Ja, du bist 1? 85. 85. 1,65, 1,75. Nee, 1,60, oder? 1,65. Schimpft die Wiki. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob uns die Wiki etwa verarscht. Also, ich hab nichts gesagt. Und das heißt, in der Körpergröße S-Rahmen, Medium und dann Large-Rahmen. Also, glaube ich, eine perfekte Wahl. Ja, coole Sache, oder? Mega. Mega, mega. Dann lassen wir es gut sein, oder? Da die ja so. Dann werden wir es einstellen und fahren. Mhm. Wow, was für ein Panorama. Das ist übrigens das Haus von Martins Eltern. Also nicht neidisch werden, wir haben noch nicht im Lotto gewonnen. Na. Aber die Aussicht ist trotzdem geil. Ja, ich glaube, jetzt musst du im Lotto gewinnen. Aber ja, wie gesagt, so alt bestand, genau wie ich. Sogar noch ein bisschen älter. Ja, ein bisschen älter, das stimmt, ja. Ja, dann sagen wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen einfach ab in die Kommentare. Ansonsten werdet ihr die Bikes jetzt sicherlich öfter sehen. Und dann kommen eben noch vorzu immer mal wieder Videos, wie es uns so taugt, was so Sache ist. Und dann werden wir auch auf eure Fragen natürlich eingehen. Genau. Und die Abschlussvideos von den alten Bikes machen wir noch. Die Präsentation. Na klar. Genau. So, läuft so viel zu tun. Brutal. Und währenddessen läuft der Laptop.